Ich begrüße insbesondere die Frauen heute ganz herzlich und ich gratuliere auch zum Frauentag. Das habe ich jetzt der Dame in Rot zu verdanken. Sie kam rein und hat allen Damen gratuliert zum Frauentag. Vielleicht hätte ich das vergessen, die Gratulation, aber nein, ich habe sie nicht vergessen. Also herzlichen Glückwunsch zum Frauentag. Wir haben anlässlich des Internationalen Frauentages und der Brandenburgischen Frauenwoche diese Frauentagsveranstaltung heute organisiert. Ich begrüße heute auch noch, ich glaube erstmalig bei uns, nicht erstmalig bei uns, die Leiterin des Vereins, auch nicht? Eine Mitarbeiterin des Vereins Frauen helfen Frauen aus Fürstenwalde. Frauen helfen Frauen aus Fürstenwalde. Und der Verein Frauen helfen Frauen ist auch Träger des Frauenhauses. Und heute geht es ja um das Thema, wie der Frauenrat Brandenburg bekannt gegeben hat. Heute geht es um das Thema bei uns doch nicht. Die große Überschrift des Themas zum Frauentag. Also, das Thema für die Brandenburgische Frauenwoche lautet bei uns doch nicht. Was verbindet sich damit? Also, das ist vorgegeben vom Frauenrat Brandenburg. Es gibt also einen Frauenrat im Land. Und da verbindet sich die Frage Sexismus. Was das ist, will ich jetzt nicht weiter erläutern, ist, glaube ich, bekannt. Auch da steht die Frage dahinter, bei uns doch nicht. Da verbindet sich das Thema häusliche Gewalt. Damit verbindet sich das Thema häusliche Gewalt. Auch da steht, bei anderen vielleicht, bei uns doch nicht. Und damit verbindet sich das Thema Transpersonen, in Berlin ja, aber bei uns doch nicht. Ich will noch mal darauf hinweisen, der Frauentag ist ein Kampftag der Frauen um ihre Rechte. Und wenn wir heute immer noch 20% Lohnunterschied bei den Frauen und Männern haben und viele andere Benachteiligungen der Frauen, dann sollten wir das bitte nicht vergessen. Dann wünsche ich ein freundliches Miteinander. Frau Meißner, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, das zweite Mal hier sein zu dürfen und über das Thema häusliche Gewalt zu sprechen mit Ihnen zusammen. Ich auch. Das wird etwa so ablaufen, dass ich erst einen kurzen Spot zeige, dann eine kleine Präsentation vorbereitet habe, in der es im ersten Teil darum geht, was ist häusliche Gewalt und vor allem, wie erkenne ich auch häusliche Gewalt und wie fühlen sich die Frauen, die dieser Gewalt ausgesetzt sind, weil da gibt es ja ganz viele Vorurteile auch und Sachen, Schubladen, die man im Kopf hat, die sofort angestoßen werden. Und als letztes werde ich unseren Verein und das Frauenhaus mit der Kontakt- und Beratungsstelle und der mobilen Beratung vorstellen. Wir Frauenhäuser sind vernetzt im NBF, im Netzwerk der Brandenburgischen Frauenhäuser. Dort gibt es auch eine tolle Internetseite, auf der alle Frauenhäuser nochmal verzeichnet sind, mit Orten und Telefonnummern. Und dort gibt es verschiedene Projekte, die wir gemeinsam initiieren, wie zum Beispiel das neueste Projekt, da geht es darum, wie erkenne ich zum Beispiel als Physiotherapeutin, als Ärztin und so weiter häusliche Gewalt an meiner Patientin. Wir haben auch Ausstellungen kreiert, die man sich besorgen kann und ausleihen kann. Genau. Ich will die ganze Sache so ein bisschen starten mit diesem kleinen Film, der vorhin schon mal hin und her. Bock mehr.
Übrigens, deine Yogastunde am Samstag musst du absagen. Wir fahren übers Wochenende zu meinen Eltern. Und zieh dich bitte dieses Mal etwas vorteilhafter an, ja? Du bist ganz schön fett geworden. Ich muss mich richtig für dich schämen. Oder bedeutet dir unsere Beziehung überhaupt gar nichts mehr? Hm? Also, unser Thema heute ist schwierig, leider zur Frauenwoche, wo wir doch eigentlich auch alle ein bisschen fröhlich sein wollen, aber ein wichtiges Thema, weil jede dritte Frau hat inzwischen in ihrem Leben Gewalt erlebt und wir brauchen dann hier nur mal abzählen. Ne? Wir machen auch Weiterbildung in Flüchtlingsunterkünften oder haben das gemacht und oft ist es so, wenn wir Weiterbildungen machen mit Kolleginnen aus anderen Häusern, dass wir das oft haben, dass irgendwie eine Frau... Frau Meißner geht in ihren Ausführungen auf Merkmale häuslicher Gewalt ein und beschreibt Wege und Maßnahmen, dieser zu entgehen bzw. dagegen vorzugehen. Auch rechtliche Möglichkeiten zum Schutz der Frauen werden aufgezeigt. Des Weiteren stellt Frau Meißner das Frauenhaus in Fürstenwalde vor und nennt die Bedingungen zum Einzug in selbiges. Ganz wichtig ist die Nennung zahlreicher Kontaktmöglichkeiten, um sich Hilfe zu holen. In der Diskussion ging es teilweise recht lebhaft zu. Genau, und da hatten wir dann gleich den Film auch schon, genau. Es gibt verschiedene Dimensionen häuslicher Gewalt. Dem Partner, der sie jahrelang misshandelt, ihm auch noch die Kinder geben zu müssen für eine gewisse Zeit. Also das ist die schlimmste Sache. Und oft ist es auch so, dass die Männer genau wissen, an dem Haken habe ich sie. Also auch wenn ich jetzt nicht mehr an meine Frau rankomme, aber über die Kinder komme ich da noch ran. Aber inzwischen haben die Jugendämter schon ein bisschen dazugelernt. Ja, gerne, fragen Sie. Sie haben gerade von den Nachbarn gesprochen und so. Wo findet man denn Ihre Flyer? Wo sind die denn hier? Also man findet uns auf alle Fälle im Internet über die Seite des NBFs, also Netzwerk Brandenburgische Frauenhäuser. Und wir haben eine 24/7 Telefonnummer, die da auch zu stehen ist. Also Frauen helfen Frauen, das ist eine Festnetznummer, dort sind wir immer erreichbar, man kann uns immer anrufen. Also 03361 für Fürstenwalde und dann die 57481 sind wir 24/7 erreichbar, wenn irgendwas ist. Erste Frage an Frau Meißner. Brauchen wir mehr Frauenhäuser? Ja. Das wäre da eine Frage, die wir Ja. Wir brauchen auf alle Fälle mehr, vielleicht nicht mehr Häuser, aber mehr Plätze. Wie schon bereits gesagt, die Istanbul-Konvention ist ja von Deutschland ratifiziert worden. Und seitdem sind auch verschiedene Sachen auf den Weg gegangen. Vor der Landratswahl werden wir auch diese soziale Frage weiter in den Mittelpunkt stellen. Jetzt habe ich noch eine kleine erfreuliche Information für Sie. Das war schon eine gewaltige Information, ein gewaltiger Anlass. Wir werden, GEFAS, wir haben uns dazu entschlossen, die Kandidaten für den Landrat, für die Landratswahl hierher einzuladen, wie wir das immer so vor Wahlen gemacht haben, und werden eine sogenannte Wahlarena durchführen,
Also, 6 Kandidaten gibt es, die werden hier sitzen und werden dann Rede und Antwort stehen. Was werden Sie dann in der Funktion als Landrat, was werden Sie dann vorrangig bewirken in unserem Landkreis? Und wie wir hier sind, einschließlich Frauenhaus, denke ich, werden wir natürlich den Damen und Herren, 2 Frauen, 4 Männer, den werden dann natürlich die soziale Frage stellen, wie sie dazu stehen. Vorher stellen wir natürlich die Frage, wie stehen sie zu Krieg und Frieden. Das ist ja jetzt im Moment das Entscheidende. Auch wenn Joachim den Kopf schüttelt, die Frage Krieg und Frieden ist die wichtigste Frage allen Lebens, aller Geschichten. Und auch die Frage Krieg und Frieden ist die wichtigste Frage des Kampfes der Frauen. Was mich aber interessiert, ist noch ein bisschen Zeit. Wieso haben wir denn solche Situationen verstärkt, Kindeswohlgefährdung oder Gewalt an Frauen? Wo kommt das denn her? Wo sind denn die Ursachen dafür? Das wäre doch mal eine Frage, dass man Ursache und Wirkung mal gegenüberstellt und sagt, ja, was sind denn die Ursachen? Wer kann sich da was denken? Frau Meißner weiß es vielleicht. Ich meine, eine der Ursachen ist einfach, Gewalt an Frauen gab es schon immer. Ja, klar. Also egal wie lange die Menschheit lebt, gibt es, also es ist eine der, Gewalt an Frauen ist eine der Kriegsverbrechen, ne, der verbreitetesten, ne, also sexualisierte Gewalt an Frauen ist eines der am meisten verbreiteten Kriegsverbrechen. Ich denke einfach oder ich hoffe durch unsere Arbeit, dass wir darauf aufmerksam machen, immer wieder aufmerksam machen, das ist nicht in Ordnung, wenn er dich so behandelt. Es ist nicht in Ordnung, wenn er dich schlägt. Es ist nicht in Ordnung, Gewalt auszuüben. Die Ursachen, genau, die Ursachen sind oft, denke ich einfach, dass es mehr an die Öffentlichkeit gelangt und dass wir mehr klappern, auch mit solchen Veranstaltungen, wo ich sehr dankbar bin, dass ich hier eingeladen bin. Frauen, die von Gewalt betroffen sind, sind nicht schuld. Schuld sind die Täter. Die sind auch schuld. Die Frauen sind auch schuld? Okay. Ja, ich finde, es ist immer eine Frage der Gegenseitigkeit. Ich kann nicht sagen, der eine ist immer verantwortlich. Aber wenn die Frau geschlagen wird, ist sie doch nicht dran schuld, dass der Mann... Nein, darum geht es jetzt gerade. Na doch, darum geht es jetzt gerade. Also... Ich darf nicht nur eine Seite sehen, muss ich alle Seiten sehen. Und wenn sagen, aber Gewalt auszuüben... Gewalt auszuüben ist einfach eine Straftat. Punkt. Und da brauchen wir gar nicht irgendwie anders diskutieren. Hm? Und es ist auch schön, dass es sich gekümmert wird um die Frauen, die es betrifft. Aber ich muss doch alle Seiten sehen. Das kann neuerdings auch gemacht werden. In Brandenburg gibt es neuerdings eine Institution, wo Männern geholfen wird, die Gewalt ausüben. Also da kann ich auch gerne mal Flyer, das ist ganz neu und das ist auch eine der Aufgaben der Istanbul-Konvention gewesen, dass Männer auch vom Gericht neuerdings Auflagen bekommen können, dass sie sich dort melden. Dort gibt es Gruppen, wo in denen um psychologische Gespräche, in denen Frauen, Männer, die Gewalt ausüben, einfach geholfen wird. Ein ganz kleinen Moment bitte ich nochmal um Aufmerksamkeit. Wir sind sehr froh, dass Frau Meißner heute hier war. Wir denken, sie wird nicht das letzte Mal hier gewesen sein. Ja. Frau Meißner, vielen, vielen Dank. Gestern in Besko, genau. Heute bei uns. Vielen Dank. Und dafür kriegen Sie wunderschönen Blumenstrauß und einen tollen Applaus. So, und jetzt kommt gleich das Buffet, sodass wir hier uns am Mittagessen erwärmen können. Das war sehr gut vorbereitet. Genau. Zum Abschluss dieser interessanten Veranstaltung gibt es für alle Teilnehmer noch ein Mittagessen. Und zwar gibt es Kartoffeln und Hühnerfrikassee. Allen Frauen wird jetzt am Ende der Veranstaltung noch eine Rose gereicht.